Nach aufwendigen Nachlöscharbeiten am Wochenende musste die Dödlinger Feuerwehr erneut mit 3 Fahrzeugen zum Hotel Gut Altona ausrücken. Es gab noch einmal eine Rauchentwicklung im Bereich der Zwischendecken, hieß es. Aufgrund der Einsturzgefahr durften die Feuerwehrleute nicht das Gebäudeinnere betreten. Mit Hilfe der Drehleiter aus Wildeshausen konnten die Feuerwehrkräfte von oben an vermeintliche Glutnester gelangen. Mit Rettungssägen und Einreißhaken arbeiteten sie sich vor. Kurz nach 12 Uhr hieß es dann: Feuer aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.